mit der Nummer 12 Niaga Mané, mit der Nummer 15 Ismail Imre, mit der 61 der Mannschaftskapitän Dolunay Çavdaroğlu und mit der 77 Izzedine Nura. Auf der Ersatzbank nehmen Platz Barak Manzi, mit der Nummer 31 Ilyas Can Dink und mit der 32 Hilmi Dopgöz. Ja, dann gebe ich runter zu meinem Kollegen Stefan Christen mit der Mannschaftsaufstellung von die folgende Aufstellung bekannt. Im Tor mit der 23 Jan-Christoph Bartels, mit der 2 Niklas Sommer-Segert, mit der Nummer 6 Stefan Russo, die 8 Friedolin Wagner, mit der 10 Pascal Sohn, die 13 Marc Schwanerer, die 21 Alexander Rosipal, mit der 34 Dominik Rother und die 37 Marco Rüger. Auf der Bank von Waldhof nehmen Platz mit der 30 der Ersatztorwart Lucien Afilou, mit der 3 Lenz Bonadio, mit der 7 Tütje Minasil Kutschling, mit der 25 Baris Ekincir, mit der 29 William Jürcher und mit der 35 Hamza Sakiri. Ja, und jetzt ist es soweit. Hier kommen die Hauptdarsteller des heutigen Tages. Begrüßen Sie mit uns den SV Waldhof Mannheim und den FC Türkspor Mannheim. Schiedsrichter der Begegnung ist Tobias Fritsch aus Buchsal, begleitet von den beiden Assistenten Nikolai Kimmeier aus Karlsruhe und Mika Forster aus Buchsal. Für den Offizieller ist Marc Reger aus Sinsheim. Ja, Fairplay, Respekt und Toleranz sind wesentliche Grundlagen des Fußballs. Der Badische Fußballverband, der SV Waldhof Mannheim und der FC Türkspor Mannheim bekennen sich ohne Vorbehalt zu diesen Grundsätzen und lehnen jegliche Art von Gewalt, Diskriminierung und Rassismus strikt ab. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag zu einem fairen Miteinander leisten und dafür setzen wir uns gemeinsam ein. Wir rufen alle Sportler und Fans zu einem rücksichtsvollen Verhalten untereinander auf. Fair Play für uns selbstverständlich. Vielen Dank dafür.